Du willst wissen, wie man diese Reaktionsgleichung ausgleicht? Dann bleib dran! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie echt fetzig. In diesem Beispiel soll Barium mit Sauerstoff reagieren und daraus bildet sich Bariumoxid. Für das Ausgleichen dieser Reaktionsgleichung habe ich dir nochmal 3 Tipps zusammengepackt. Am besten gehst du so vor, dass du die einzelnen Teilchen, Sorten genauer analysierst. Wir fangen an mit dem Barium. Wenn hier vor keine Zahl steht, beziehungsweise hier als Index keine Zahl steht, gehen wir von einer 1 aus. Das heißt also, das Teilchen ist einmal vorhanden. Man rechnet also Faktor 1 mal Index 1 ist gleich 1. Auf der Ausgangsstoffseite habe ich also ein Bariumteilchen vorhanden. Das Ganze machen wir auch mit der Reaktionsproduktseite hier. Wir analysieren auch hier wieder genau, kein Faktor davor, kein Index da. Also 1 mal 1 ist gleich 1. Die Bariumteilchen wären jetzt ausgeglichen. Genauso gehen wir auch beim Sauerstoff vor. Wir gucken ganz genau hin. Der Faktor ist weiterhin 1. Allerdings haben wir jetzt hier eine Indexzahl, nämlich die 2. Demzufolge rechnen wir Faktor 1 mal Index 2 ist gleich 2. Ich habe also auf der Ausgangsstoffseite 2 Sauerstoffteilchen. Auf der Reaktionsproduktseite habe ich den Faktor 1, der natürlich auch für die Sauerstoffteilchen gilt. Und ich finde jetzt hier keine Indexzahl. Demzufolge rechne ich Faktor 1 mal Index 1 ist gleich 1. Wir sehen also hier, diese beiden stimmen nicht überein. Die sind ungleich. Demzufolge muss ich jetzt ausgleichen. Und das mache ich, indem ich nicht irgendwie die Formel oder die chemischen Zeichen hier ändere, indem ich jetzt eine Indexzahl ranpacke. Sondern ich mache das, indem ich Faktoren ergänze. Ja, und um auf 2 Sauerstoffteilchen auf der Reaktionsproduktseite zu kommen, ergänze ich jetzt hier vorne vor den Faktor 2. Der Faktor 2 hat jetzt natürlich Auswirkungen auf meine Berechnung. Ich habe also 2 mal Indexzahl 1 zu rechnen und demzufolge komme ich auf 2 Teilchen Barium auf der Reaktionsproduktseite. Aber ich komme auch auf 2 Teilchen Sauerstoff auf der Reaktionsproduktseite. Dieser Faktor gilt, wie gesagt, sowohl für die Bariumteilchen als auch für die Sauerstoffteilchen. Nun habe ich also die Anzahl der Sauerstoffteilchen auf der Ausgangsstoffseite und die Anzahl der Sauerstoffteilchen auf der Reaktionsproduktseite ausgeglichen. Was mir jetzt allerdings auffällt, ist, dass hier sozusagen zwischen diesen Bariumteilchen ein Ungleichgewicht besteht. Das muss ich natürlich auch noch bereinigen, also ausgleichen. Und das Ausgleichen mache ich, indem ich hiervor einen Faktor ergänze. Ich muss jetzt also nur noch clever überlegen. Auf der Reaktionsproduktseite habe ich 2 Bariumteilchen. Die brauche ich natürlich auch auf der linken Seite, also auf der Ausgangsstoffseite. Und nun brauche ich nur noch den Faktor 2 auf der Ausgangsstoffseite ergänzen. Für die Überprüfungsrechnung setze ich also ein, 2 mal 1 ist gleich 2. Ich habe also auf der Ausgangsstoffseite 2 Bariumteilchen, die finde ich auch auf der Reaktionsproduktseite. Demzufolge habe ich das richtig ausgeglichen. Auf der Ausgangsstoffseite finde ich 2 Sauerstoffteilchen, die finde ich wiederum auch auf der Reaktionsproduktseite. Das habe ich also auch richtig ausgeglichen. Danke fürs Zuschauen. Sei auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Chemie echt fetzig.